Wechseln auch Sie zur ErzNet AG, dem regionalen Internet- und Telefonieanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Wir bieten Ihnen den Installations- und Anschlussservice, kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer, einfacher Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonie-Flat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zur ErzNet AG. Einfach im Internet unter www.erznet.tv. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MEF Kompakt. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und natürlich gibt es wieder die Veranstaltungshinweise und Ausflugstipps aus unserem Sendegebiet für die kommende Woche, speziell für das Wochenende. Indoor- und Outdoor-Aktivitäten haben wir für Sie im Programm und beginnen werden wir heute mit der Baldorf-Villa in Marienberg. In kuschelig warmen Ambiente findet am 30. September von 9 bis 12 Uhr ein Schülerkonzert statt. Eine Zitterpartie unter dem Motto Zittern im Erzgebirge. Ebenfalls an diesem Abend in der Villa das Konzert Gezitterte Improvisationen. Um 20 Uhr erleben Sie ein Wechselbad der Gefühle durch die verschiedensten Genres. Egal ob Klassik, freie Improvisation oder echte Hutzenmusik, das alles bieten Ihnen die Zitterprofis Harald Oberlechner, Martin Malaun und Michael Müller. Die Musiker, die kommen aus Österreich und Tschechien und lassen diesen Abend für Sie zu einem ganz besonderen werden. Genauere Informationen und Karten gibt es unter www.baldorf-villa.de. Und wenn wir einmal in der Baldorf-Villa Station machen, dann gibt es auch gleich noch den nächsten Veranstaltungshinweis. Denn am 4. Oktober in der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr kann wieder gepflegt das Tanzbeinchen geschwungen werden. Es wird geladen und zwar zum Tanztee. Der besondere Nachmittag in schwungvoller Gesellschaft. Denn man bedenke, zwischen Tanz, Kaffee und Kuchen sind schon so manche Freundschaften entstanden. Oder man kann sich hier mal gepflegt über Erinnerungen aus vergangenen Tagen austauschen. Das Tanzvergnügen mit Musik vom Duo Brillant für unsere jung gebliebenen Senioren. Also meine lieben Tänzer, nichts wie hin, denn wer rastet, der rostet. Und der Herbst ist im Sendegebiet angekommen und somit startet auch die Saison zum Drachen steigen lassen. Und steigen lassen ist hier auch ein gutes Stichwort, denn in Olbernhau steigt ein großes Fest. Vom 1. bis zum 3. Oktober lädt der Tourismusverein zu seinem 21. Herbstfest in den großen Rittergutshof ein. Es wird nicht nur ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geben, sondern auch jeden Tag einen bunten Herbstmarkt mit Vorführungen, Handel sowie einem sehr reichhaltigen kulinarischen Angebot. Unter anderem im Programm Schaudestillation, Keramikarbeiten, Holzofenbrot. Ja, mit Imkereiprodukten können Sie sich eindecken. Suppen, Fruchtaufstriche, Wildbret aus heimischen Wäldern, Liköransätze und Weine, winterharte Kiwipflanzen, Obst und Kartoffeln. Also kunterbunt und für jeden etwas dabei. Und für den Spaß der kleinsten Besucher wird Pferdereiten, Bumperball und Dreamball angeboten, ebenso wie eine Kindereisenbahn, eine Hüpfburg und kreatives Gestalten. Ja, die passend zum Erntedankfest geschmückte Stadtkirche steht den ganzen Tag offen und darf besichtigt werden. Samstag und Sonntag findet ein Schülerflohmarkt im Theater Variabel statt. Ebenso an den beiden Tagen ist eine Tierschau des Rassegeflügelvereins Olbernhau. Genauere Informationen und vor allem das komplette Programm, das finden Sie unter www.olbernhau.de. Historisch und kulturell wertvoll geht es weiter, denn interessieren Sie sich für alte Druckereitechnik und wollen diese in Funktion sehen?
Dann sind Sie herzlich zu den Vorführungen im Buchdruckmuseum im Zschopauer Schloss Wildegg eingeladen. Und zwar am 2. Oktober von 14 bis 16 Uhr. Drucken wie zu Gutenbergs Zeiten, denn er hat mit seiner Druckerpresse die Welt verändert. Schauen Sie sich an, wie historisches Handwerk funktioniert. Ja, wir Erzgebirger sind ja sehr vielseitig, vor allem sind wir aber mehr als nur handwerklich begabt. Eine Handwerkskunst im Erzgebirge ist das Klöppeln. Und unser Landstrich galt als größtes zusammenhängendes Spitzenklöppelgebiet Deutschlands. Früher war es lediglich zum reinen Broterwerb. Heute klöppeln immer noch einige aus Freude und Traditionsbewusstsein. Über 40 verschiedene Klöppeltechniken sind bekannt. Und zwei Klöppelgruppen aus Pobersau und Rittersberg veranstalten ein Schauklöppeln. Dieses läuft bereits seit dem 19. August und endet am 6. November. Aber am 2. und 3. Oktober von 13 bis 17 Uhr findet ein Verkauf von Klöppelzubehör und Schauklöppeln in der Böttcherfabrik in Pobersau statt. Und am Tag des traditionellen Handwerks, also am 16. Oktober, ist bereits ab 10 Uhr das Schauklöppeln geöffnet. Lassen Sie sich von Tradition und Handwerkskunst verführen und sehen Sie, wie gekreuzt und gedreht wird. Die Stadtverwaltung Marienberg und der Heimat- und Touristikförderverein Rübenau e.V. führen am Tag der Deutschen Einheit, also am 3. Oktober, gemeinsam den 20. Marienberger Familienwandertag durch. Gleichzeitig findet der 12. Rübenauer Nordic Walking Aktivtag des Vereins statt. Für die Verpflegung an den Strecken ist gesorgt und jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde. Und wir haben noch die Details für Sie. Treffpunkt ist die Märchenwiese Rübenauer Waldstraße 22 im Ortsteil Rübenau. Ja, und der Familienwandertag startet in der Zeit von 8 bis 10 Uhr. Und Sie haben die Qual der Wahl zwischen den unterschiedlichsten Streckenlängen. Die 4 Kilometer Kindertour für Familien- und Kinderwagen geeignet. Die 9 Kilometer Wanderung durch die größte Streusiedlung Sachsens und die 17 und 25 Kilometer Grenzgängertouren. Ja, und wie eingangs erwähnt, der 12. Rübenauer Nordic Walking Aktivtag, der findet ebenfalls mit unterschiedlichen Streckenlängen statt. Die Startzeiten und Streckenlängen der einzelnen Touren können Sie ganz unkompliziert nochmal unter den eingeblendeten Telefonnummern oder per E-Mail erfragen. Tja, meine lieben Zuschauer, damit sind wir auch schon wieder am Ende von MEF Kompakt angelangt. Ich hoffe, wir konnten Ihnen wieder zahlreiche Informationen nach Hause liefern. Eine weitere Info, die gibt es noch obendrauf, nämlich die Hinweise, wo geblitzt wird. Diese finden Sie auf www.mef-line.de und auf unserer Videotexttafel Seite 112. Schauen Sie doch auch mal bei meinem Kollegen Tobias Körner im Wochenrückblick vorbei. Dort gibt es nämlich die Geschichten und Berichte aus der vergangenen Woche aus unserem Sendegebiet. Ja, und immer tagesaktuell auf dem Laufenden sind Sie mit Megional, unserer Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Sie haben diese Sendung verpasst? Kein Problem. MEF Kompakt sehen Sie nämlich 9-mal täglich und zu jeder Zeit von unterwegs aus über YouTube und Facebook und natürlich auf unserer Homepage in der Online-Mediathek. Damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und denken Sie immer daran, egal was Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Wechseln auch Sie zu Erznet AG, dem regionalen Internet- und Telefonieanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Wir bieten Ihnen den Installations- und Anschlussservice, kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer. Einfacher Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonie-Flat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zur Erznet AG. Einfach im Internet unter www.erznet.tv.